Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über die Besorgnis der Caritas bezüglich der neuen Armutszahlen des Bundesamtes für Statistik sowie über die anhaltende Armutsgefährdung auf hohem Niveau in der Schweiz. Im Anschluss werfen wir einen Blick auf die neuesten Firmengründungen vom 26.03.2024. Caritas besorgt über neue Armutszahlen des Bundesamtes für Statistik Armutsgefährdung in der Schweiz auf hohem Niveau. Die Armut in der Schweiz bleibt hoch. Laut den heute veröffentlichten Zahlen sind 1,34 Millionen Menschen armutsgefährdet. Das sind 15,6% der Bevölkerung. Den betroffenen Haushalten steht das Wasser bis zum Hals und sie verfügen über keinen finanziellen Handlungsspielraum, um steigende Kosten bei Mieten, Krankenkassen und Lebensmitteln aufzufangen. Den ganzen Bericht von Caritas Schweiz finden Sie auf unserer Website aktuellenews.tv. Am 26.03.2024 wurden 220 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 40 Firmen in der Region Waadt, 40 Firmen in der Region Zürich und 23 Firmen in der Region Bern. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite für weitere Fragen. Kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800 Search. Sie finden uns auch auf YouTube unter Help TV oder auf unseren Social Media Kanälen Facebook oder Instagram unter Handelsregister TV.